Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Stellenbosch in Südafrika. Deutschlands schnellste Beine im Trainingslager nahe Kapstadt. 4 Frauen, 6 Männer, eine Faszination. Der Sprint. Dieser Nervenkitzel, wann kommt der Startschuss, wann darf ich endlich explodieren? Dieses Gefühl, das ist einfach einmalig. Ein Rennen Mann gegen Mann. Wir haben keinen Körperkontakt, aber man kann seinen Gegner wirklich mit Geschwindigkeit schlagen. Es ist so eine Suche nach Perfektion. Man darf sich halt gar keinen Fehler erlauben. Jetzt muss ich alles richtig machen. Das gibt es so selten im Leben, so Situationen, weil man so vieles wieder gut machen kann. Aber das ist im Sprinten halt nicht so. Man ist gedankenfrei. Manchmal komme ich ins Ziel und kann mich zum Teil an manche Abschnitte im Lauf gar nicht erinnern. Das ist so eine Passion, das kann man schwer beschreiben. Es macht einfach unheimlich Spaß. Sie sind alle versammelt im südafrikanischen Sommer. Deutschlands beste Sprinter, nur Tatjana Pinto, Staffel-Europameisterin 2012, fehlt angeschlagen. Zusammen mit Stars aus anderen Disziplinen legen sie hier die Grundlagen für die neue Saison. Das Training läuft fantastisch unter den klimatischen Top-Bedingungen hier, sind 30 Grad. In Deutschland sind 0 Grad oder 1 Grad. Und das passt wunderbar. Das passt auch wunderbar, weil sich Athleten wie Kugelstoßweltmeister David Storl und Zehnkämpfer Rico Freimuth austauschen können. Ja, das Besondere ist halt, dass alle Athleten aus allen Disziplinbereichen zusammen mal eine Trainingslagermaßnahme machen, dass alle Trainerkollegen zusammen vor Ort sind. Perfekte Bedingungen für das Grundlagentraining. Zusammen können die Sprinterinnen und Sprinter mit den Trainern ihre Läufe analysieren, Know-how weitergeben, sich untereinander antreiben. Manche von ihnen bleiben mehrere Wochen in Südafrika. Wir haben uns in der Hotelanlage mit DLV-Cheftrainer Jake Idris-Goschinska getroffen. Nach erfolgreichen Olympischen Spielen 2012 und starken Weltmeisterschaften 2013 spricht er mit uns über eine junge Mannschaft und erwartete Rückschläge. Wir haben ein sehr, sehr junges Team in den letzten Jahren bei den Meisterschaften integriert. Und jetzt führen wir einfach das Kernteam hier zusammen mit dem Trainerstab, mit dem Betreuerstab. Wir haben auch Enttäuschungen erlebt. Wir haben auch den einen oder anderen Rückschritt erlebt. In der jungen Mannschaft nicht ganz verwunderlich, aber natürlich haben wir das sehr, sehr intensiv aufgearbeitet. Solche Turniersituationen, die kann man leider, ich würde es gerne machen, die kann man nur bedingt planen. Wir wollen uns optimal vorbereiten, wir wollen mit einer sehr leistungsstarken Mannschaft dort antreten. Wir sehen dort eine karibische Dominanz. Wir sehen eine unheimliche Entwicklung in der Leistungsdichte auf den ersten 30 Positionen der Weltbestenliste. Und wir haben versucht, über sehr, sehr komplexe Analysen, also vor allem federführend durch unseren Bundestrainer Ronald Stein und seinen Stab, Trainingsmodelle weiterzuentwickeln und das technische Niveau der Sprinter zu verändern. Julian Reuß, 26 Jahre alt, ist der zurzeit schnellste Deutsche über 100 Meter. Er hat den fast 30 Jahre alten Rekord von Frank Emmelmann um eine Hundertstel auf 10,05 verbessert. An dem Tag habe ich dann auch schon so vom Zwischenlauf direkt vor dem Rekord gemerkt, dass ich gut drauf bin, die Bedingungen sind gut, und dann habe ich mir dann eigentlich nur gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir stehen nicht so oft in der Öffentlichkeit, da muss man sich vielleicht auch ein bisschen selbst um kümmern, so ein bisschen selbst ein bisschen in Szene setzen. Mir macht das Spaß und habe da eigentlich einen ganz guten Anklang. Die Leute kommen nach Sperren wieder, sind sofort in den großen Meetings drin, nehmen Startplätze weg und werden gefeiert von den Menschen, als wäre nichts gewesen. Da bleibt keine wirtschaftliche Strafe, weil die Leute finanziell keine Einbußen haben, weil die sofort danach wieder das Geld verdienen können. Es bleibt keine moralische Strafe. Da frage ich mich, wo führt das hin? Was wollen die Menschen für einen Sport sehen? Lukas Jakubczyk, 29 Jahre alt, war bis 2011 auch im Weitsprung aktiv. Jetzt konzentriert er sich ganz auf den Sprint. Er sorgte bei den Europameisterschaften in Zürich für Aufsehen. Ich wollte ins Finale kommen bei der Europameisterschaft. Das ist mir gelungen, bin da Fünfter geworden, knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschrammt. Mit der Staffel wollten wir um Gold mitlaufen. Das haben wir getan, sind dann Zweiter geworden, sind sehr zufrieden mit der Leistung. Das ist ein großer Reiz, und als Team da aufzutreten macht immer Spaß. Und ich denke, wir haben die letzten 2 Jahre auch gezeigt, dass wir international konkurrenzfähig sind mit unserer Staffel. Wir sind in einem Weingut in der Nähe von Stellenbosch. Julian Reuß und Lukas Jakubczyk entspannen nach einer harten Trainingseinheit. Ich glaube, es ist schon wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, so viel zu sehen über den Sport, dann auch mal ein bisschen rumzukommen und abseits des Stadions auch mal was zu sehen.
Lukas hat auch schon einen guten Reiseführer abgegeben am Wochenende, hat so ein bisschen durch Kapstadt geführt und hat seinen Job ganz gut gemacht. Durch ihre Erfolge sind beide mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt. Die Erwartungen sind gestiegen. Wenn man im Leistungssport sich bewegt, ist man diesen öffentlichen Druck einfach ausgelegt und da muss man mit klarkommen. Und das gehört dazu und das ist auch sicherlich ein gewisser Ansporn, den Erwartungen von außen auch gerecht zu werden. So ist der Sport, da wird dann Druck ausgeübt, dann will jeder was von einem, aber das gehört dazu, das ist eine Anerkennung, die man sich erarbeitet hat, das muss man dann auch so sehen. Beide sind in Deutschland top, schätzen aber ihre Medaillen und Verdienstchancen im internationalen Vergleich realistisch ein. Wir wissen ganz genau, dass vor uns gerade im weltweiten Vergleich einige Sprinter aus der USA, aus der Karibik sind, wo wir einfach leistungsmäßig nicht mithalten können. Und da müssen wir natürlich selber unsere Ziele ein bisschen realistisch halten und jetzt nicht utopisch denken. Wir können uns jetzt nicht während unserer Karriere eine Bank anlegen zu Hause, wovon wir dann 10, 15 Jahre zehren können. Man muss dafür das Leben nach dem Sport vorbereitet sein. Man muss natürlich dann wissen, wo man dann in den Job hin möchte, dass man auch eine Ausbildung oder ein Studium dafür hat. Neben ihrer Sprintkarriere studieren sie. Es gibt weit mehr als das Sportliche, das sie verbindet. Eine kleine Freundschaft. Also eine große Freundschaft. Eine kleine, große Freundschaft, ja, ja. Nee, es ist auf jeden Fall über die Bahn hinaus eine Beziehung entstanden und die ich sehr schätze auf jeden Fall. Lukas Jakubczyk und Julian Reuß, zwei der großen deutschen Sprinthoffnungen für die nächsten Jahre. Verena Seiler, 29 Jahre alt, ist die einzige im aktuellen deutschen Sprintteam, die sich im Seniorenbereich mit einem internationalen Einzeltitel schmücken darf. Europameisterin über 100 Meter 2010 in Barcelona. Es war halt so ein Traum, den hatte ich so die ganze Zeit, das ganze Jahr. Und dann, wenn es dann so klappt, das ist einfach echt Wahnsinn. Und ja, das war schon, ja, das war schon was ganz, ganz Besonderes. Ja, ja, extrem wichtig. Also der Kopf ist alles. Und das war dieses Jahr eben mein Problem. Also das hat einfach nicht funktioniert. Ich brauchte Rückenwind dafür. Das kann man nicht leugnen. Gutes Wetter, eine gute Bahn, eine gute Konkurrenz und dann in dem, mit der Situation auch gut umgehen zu können und dann da eben die Lockerheit zu behalten. Also das, da muss einfach dann alles zusammenstimmen. Rebecca Hase, 22 Jahre alt, ist vor allem auf der 200 Meter Strecke zu Hause. Sie schwört auf ungewöhnliche Trainingsmethoden für eine Sprinterin. Bei mir war einfach irgendwann der Punkt, dass wir die ersten Wochen Aufbauphase viel Fitness gemacht haben und danach halt immer mehr nur Tempoläufe und Kraft. Mir hat dann in der Saison einfach die Fitness gefehlt und deshalb habe ich das permanent dann durchgemacht und das hat mir so gut getan. Das haben wir dann auch im Sommer weitergemacht. Und ja, ist ungewöhnlich, aber wenn es hilft. Ja. Ich glaube, ich begreife das erst im Nachhinein so richtig, was da gelaufen ist. Beginnt mit der Hallensaison, deutschen Meistertitel und europäische Jahresbestzeit und ging weiter über Clermont. Dann nach Braunschweig, was da abgegangen ist, war ja wirklich krass. Und dann schaffe ich noch die EM-Norm, das war wirklich unbeschreiblich. In der Hotelanlage in Stellenbosch haben wir uns mit Verena Seiler und Rebecca Hase getroffen. So richtig lange kennen sich die beiden noch gar nicht. Wir waren ja im April im Trainingslager in den USA zusammen und haben da die Staffel-WM vorbereitet und da war eigentlich das erste Mal, dass wir so zusammen oder dass wir uns so richtig kennengelernt haben. Ja. Ne? Wenn man sich noch dran erinnert, da vor dem Fernsehen gesessen zu haben, vor allem 2010 bei der EM und übelst mitgefiebert und dann sitzt man im Trainingslager neben ihr und ja, gechillt beim Abendessen, ist schon was anderes. Die junge Rebecca Hase ist glücklich, jetzt dazu zu gehören. Ja, krass. Man sieht da wirklich alle mal auf einem Haufen und wer wie trainiert, ist schon interessant, weil wirklich die unterschiedlichsten Menschen hier rumrennen und alle was komplett anderes machen, aber trotzdem mit ihrem System da erfolgreich sind. Das Training ist hart, aber fokussiert. Eine Abwechslung vom Alltag. Man ist raus aus der Uni, raus aus diesem Alltagstrott, den man dann so hat. Ich finde schon mal sehr entspannt, nicht kochen zu müssen und sich keine Gedanken zu machen, was man jetzt einkauft, kocht, isst. Auch Rebecca Hase und Verena Seiler studieren neben ihrer Sprintkarriere. Ich mache gerade meinen Master und ich muss auch gucken, dass ich dranbleibe. Das ist dann schon schwierig, wenn man hier so ein schönes Wetter hat und sagt, okay, ich lege mich jetzt mal nicht an den Pool, ich setze mich hin und mache was für die Uni. Das ist halt, ja,
manchmal eine kleine Überwindung. Für die ehrgeizigen Frauen aber nur selten ein größeres Problem. Gleich bei Vision Gold. Martin Keller und Alexander Kosenkov zeigen ihre Unterkunft. Nadine Gonska und Josefina Elsler relaxen am Strand und Sven Knippals und Alessio Platini-Menga besuchen das schnellste Säugetier der Welt. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Zurück bei Vision Gold und den Sprintern im Wintertrainingslager in Südafrika. Im ersten Teil haben wir sie beim Grundlagenlegen beobachtet, waren mit Julian Reuss und Lukas Jakubczyk in einem Weingut und haben uns mit Verena Seiler und Rebecca Hase im Hotel getroffen. Martin Keller, 28 Jahre alt, ist die 100 Meter schon einmal unter 10 Sekunden gesprintet, mit zu viel Rückenwind. Er geht sehr offensiv mit seinem Ziel um, die Traummarke zu knacken. Mit meiner Bestzeit war es schon bei 98%, so 2% würde ich gerne drauflegen. Und also die 10-0 möglich? Ich halte es für möglich, ich halte es ja nur auch schon mal, war leider ungültig, aber wenn man dann noch ein bisschen, ich bin jetzt denke ich im besten Alter, halte ich das durchaus für machbar. Klar, wenn man jetzt so die Situation betrachtet, scheint es erstmal unrealistisch, aber wie gesagt, ich halte es möglich, unter 10 Sekunden zu laufen. Wenn man das vor Ort auch kann, um die 10-0, dann ist man im Kandidatenkreis für das Finale auf jeden Fall dabei. Alexander Kosenkov ist ein deutsches Sprintphänomen. 37 Jahre alt, gehört er in der Staffel immer noch zu den besten Kurvenläufern der Welt. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also man muss Liebe und Leidenschaft für das entwickeln, was man macht. Ich kann es einfach. Also mehr kann ich es auch nicht beschreiben. Also ich mache da nichts Besonderes. Also ich sprinte einfach. Ne? Und anscheinend ist es bei mir etwas schneller als bei den anderen. Martin Keller und Alexander Kosenkov zeigen uns ihre Unterkunft im Trainingslager. Zeigen wir euch unser Schlafzimmer. Meine erste Handhandlung, die Betten weit möglicherweise etwas auseinander. Es muss immer so ein bisschen getrennter sein. Na, hier ist halt sehr angenehm, dass man so ein, wie so ein Wohnzimmer dran hat. Ich sag immer, ein Sprinter ist so ein bisschen wie ein Gepard. Der Gepard gibt ja ein, zwei Mal am Tag Vollgas, ist danach kaputt und haut sich dann in die Ecke. Und so ist es ja bei uns eigentlich auch. Am besten erhole ich mich, wenn ich mich halt hinlege. Ne? Also hin und wieder gehst du halt zum Physio, legst dich zum Pool, bisschen Sonnen, gehst mal Kaffee trinken. Aber im Großen und Ganzen also verbringst du schon deine Zeit nachmittags im Zimmer. Ich habe mir ein Buch mitgebracht. Geht um die Lebensprinzipien der Shaolin. Also wer nicht entspannt oder gelassen laufen kann, der wird fest und verliert dann Geschwindigkeit und wahrscheinlich auch das Rennen. Alexander Kosenkov ist Leistungssportler durch und durch, ist oft unterwegs. Seine Familie kennt das seit vielen Jahren. Das ist halt mein Beruf und die kennen mich nicht anders. Also ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und mein ältester Sohn ist 16 und der hat eigentlich nichts anderes kennengelernt. Und deswegen, also das gehört halt zu meinem Beruf, das ist Normalität. Bis Olympia 2016 in Rio soll es auf jeden Fall so weitergehen. Danach werde ich, glaube ich, meine Spikes an den Nagel hängen. Ja, man weiß es nicht. Und gleich geht es weiter mit den Sprintern in Südafrika. Nach den Nachrichten. Ball des Sports in Wiesbaden. Unter dem Motto Arena für Gipfelstürmer treffen sich zahlreiche Spitzensportler und feiern mit Förderern und Fans eine große Party. Dabei sind die Gedanken auch schon in der Zukunft. Olympische Spiele in Deutschland. Das wäre doch mal wieder was. Gute Gründe dafür gibt es viele. Ja, weil es wieder Zeit ist. Wir sind ein sportbegeistertes Land. Ich persönlich bin olympisches Kind. Ich liebe Olympia und es wäre das Größte, wenn wir wieder olympische Spiele in Deutschland hätten. Ich glaube, dass es für die Athleten selber einen riesen Impuls geben würde. Ich kann nur aus Erfahrung sprechen von den Weltmeisterschaften 2009 in Berlin. Das pusht einen enorm. Ja, man kann immer die Frage stellen, warum sollen sie nach Brasilien gehen oder sonst wohin? Also irgendwer muss sie ja ausführen. Und ich glaube, Deutschland ist immer ein Land, das Großveranstaltungen großartig ausführen kann. Im März entscheidet es sich, ob Berlin oder Hamburg in das Rennen um die Olympischen Spiele 2024 geht. G
Josefina Elsler, 23 Jahre alt, hat in diesem Sommer den Durchbruch im deutschen Frauensprint geschafft. Sie hat sich über 100 Meter um fast eine halbe Sekunde verbessert. Ich sage das immer ganz einfach, das ist, weil ich die letzten anderthalb Jahre durchtrainiert habe. Ich war nicht verletzt und hatte einen super Trainer an meiner Seite und hatte davor einfach 2 Jahre Pause, wo ich keine Leichtathletik gemacht habe. Und das zahlt sich einfach aus. Ich war erst im Ausland, dann habe ich beim NDR in der Sportredaktion gearbeitet, dann habe ich am Schauspielhaus in Köln ein Praktikum gemacht. Dann habe ich als Klettertrainerin gearbeitet und letztendlich bin ich übers Lehramt jetzt zum Sportjournalismusstudium gekommen. Ich möchte mich in der deutschen Staffel etablieren und alles, was dazu, was irgendwie noch kommt, ist dann Zugabe. Aber ich glaube, als Sprinterin muss man Freude am Staffellaufen haben, zumindest international. Nadine Gonska, 24 Jahre alt, ist noch so eine Newcomerin im deutschen Sprint. Noch vor kurzem, nur Insidern bekannt, wurde sie bei der DM in Ulm Zweite über 200 Meter und durfte als Ersatzläuferin der Staffel mit zur EM nach Zürich. Ich habe gedacht, ich mache neben dem Studium ein bisschen weiter. Und aber wie gesagt, das ist dann alles irgendwie doch intensiver geworden und alles ein bisschen anders gekommen, als es eigentlich geplant war. War auf jeden Fall ein wahnsinniges Gefühl, dabei zu sein und eine völlig neue Erfahrung, da einfach mal mit der Nationalmannschaft unterwegs zu sein. Wir sind am Strand in der Nähe von Stellenbosch. Es ist sehr windig, als wir dort mit Josefina Elsler und Nadine Gonska entlang spazieren. Ja, der Wind, der hat uns echt so ein bisschen durch die Haare gepustet. Also musste ein bisschen auf sie aufpassen, auf das Gleichgewicht auch. Einfach mal was anderes, das Meer und den Strand zu sehen. Und es ist auch wirklich ein unglaublich schöner Strand hier. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Abwechslung mal. Ich finde es auch super wichtig für den Kopf, einfach mal aus der Hotelanlage rauszukommen, andere Leute zu sehen und irgendwie einfach auch was von Südafrika zu sehen. Die beiden können es noch gar nicht richtig glauben, dass sie jetzt mit den besten Leichtathleten Deutschlands zusammen trainieren. Manchmal ist das wirklich so, dass ich sage, so krass, irgendwie vom Jahr habe ich irgendwie wirklich damit überhaupt noch nicht gerechnet. Und jetzt bist du auf einmal neben Robert Harting, okay, der ist jetzt nicht hier, aber Na Silke Spiegelburg und Björn Otto einfach neben Weltmeistern. Und man gehört plötzlich dazu, die behandeln einen einfach auf Augenhöhe. Das sind Dinge, die ich mir auch eigentlich nicht so erträumt hätte, was so dieses Jahr alles passiert ist. Erfrischend natürlich bereichern sie die deutsche Sprintszene enorm und stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung. Sven Knipphals, 29 Jahre alt, der schnellste Wolf des VfL Wolfsburg, eng mit dem Verein verbunden, hat sich schon früh um die berufliche Karriere gekümmert. Ich habe in England Chiropraktik studiert, bin da 2007 hingegangen, bin dann 2013 fertig geworden. Seitdem arbeite ich jetzt in Leipzig. Man hat schon immer so seine Gedanken im Hinterkopf, meine eigene Praxis, vielleicht auch alles ein bisschen mehr in Richtung Sport zu organisieren. Aber da lasse ich mir jetzt erstmal noch Zeit. Im Moment geht es ums Schnellrennen. Also meine Uroma hat damals den VfL Wolfsburg gegründet. Mein Opa war deutscher Feldhandballmeister, war auch in der Nationalmannschaft. Mein Vater war 6-mal deutscher Meister im Weitsprung. Ja, und jetzt komme ich. Alessio Platini Menga, 27 Jahre alt. In Angola geboren, in Monheim aufgewachsen. Die 200 Meter sind seine Spezialität. Man ist motiviert, man ist hier mit seiner nationalen Konkurrenz, ne? Und dann hat man Lust, dann hat man einfach mehr Lust, sich zu battlen. Man hat den direkten Vergleich. Der fatale Unfall 2012, ich glaube 6 Wochen vor den Olympischen Spielen. Ja. Habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen beim Aufwärmen, aber ich habe immer wieder, gelernt, dass Verletzungen leider zu unserem Sport dazugehören. Mit den beiden haben wir in Südafrika etwas ganz Besonderes vor. Sie treffen auf das schnellste Säugetier der Welt, den Geparden. Einer sieht das entspannt, einer nicht ganz so. Sie sind feige! Nein, ich gehe dann nicht rein. Dann vielleicht zu den Kleinen. Das sind Babys. Das sind doch keine Babys. Der Respekt vor den gerade einmal 6 Monate alten Babys trotzdem enorm. Aber gutes Zureden hilft. Da ist immer jemand dabei, immer ein Tierpfleger. Jesus, thanks. Auf geht's in die Höhle der Baby-Geparden. Zuerst ist aber Sven Knipphals dran.
Auf jeden Fall phänomenal. Also das ist halt, man kriegt da noch mal ein bisschen andere Perspektive. Also dann doch ganz schön Respekt, wo das jetzt sogar noch irgendwie Babykatzen waren. Und auch Alessio ist schon ganz nah dran. Aber so richtig anfassen will er dann doch noch nicht. Sobald sich der Kopf bewegt des Tieres, will ich immer wissen, in welche Richtung wird geguckt, bin ich das Ziel. Als unsere Kameras aus sind und die Tiere sich etwas beruhigt haben, hat Alessio sich doch noch getraut, das schnellste Säugetier der Welt zu berühren. Das sind Geschwindigkeiten, das würde schon gut aussehen, wenn wir so laufen könnten. Auf 80 km/h in 3 Sekunden, ich glaube bei 3 Sekunden sind wir so bei 25. Die Geparden haben sie fasziniert. Und wir haben einen Eindruck bekommen, warum die beiden im Team so beliebt sind. Jeder hat so seine Eigenarten, aber das ist immer witzig. Er schläft immer mit Harry Potter ein, aber ist okay. Hörbuch. Und das klappt dann? Ja, das ist okay. Ja, aber er singt mich morgens erwacht. Genau. Ich bin eher der Sänger morgens. Wenn ich aufstehe, brauche ich meine Musik. Und ich hoffe, dass meine Mitmenschen das respektieren. Wie singt er denn? Ist er gut? Ja, nee. Ich bin nicht so gut. Nicht so meins, das ist ja mehr der Rapper. Das ist nicht so. Aber das ist okay. Schnell noch ein Souvenir für den Sohn gekauft, dann geht's für die beiden zurück zum Training. Wir fahren zur Hotelanlage zurück und treffen uns mit Thomas Kurschilgen, Sportdirektor des Deutschen Leichtathletikverbandes. Er ist zuversichtlich, was den deutschen Sprint angeht. Wir haben eine ganze Reihe von technischen Aspekten innerhalb des Sprints umgestellt. Und insofern zeigen sich natürlich auf der europäischen Ebene 2014 erstmalig nach langer Zeit wieder ein Finalplatz eines deutschen Sprinters über 100 Meter mit Lukas Jakubczyk eine Vielzahl von Erfolgen. Thomas Kurschilgen freut sich über die junge Konkurrenz, über mehr Vielfalt. Das alles kommt vor allem den Staffeln zugute. Nicht derjenige, der die 100 Meter am schnellsten läuft, ist immer derjenige, den sie das Team integrieren müssen. Sondern sie brauchen einen geeigneten Kurvenläufer. Sie brauchen Athleten, die Wechselfähigkeiten beherrschen. Und das verlangt natürlich, dass sie auch in einem Trainingslager und einer Maßnahme wie hier in Südafrika eine Vielzahl von Sprintern zusammenführen. Wir haben in Südafrika ein deutsches Sprintteam mit ganz unterschiedlichen Typen kennengelernt. Vereint in ihrem großen Ziel. Den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich.